So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge League of Legends. Ist jetzt schon etwas länger her, dass wir die letzte Folge League of Legends hatten. Und ja, wir spielen gerade Ranked Qualifikationsspiele für Silber. Ja, ging relativ schnell an sich so und ich bin jetzt wieder bald Silber. Und ja, ich hoffe mal, dass wir das in diesem Part hinkriegen. Und einen Ehrenmann bann schon Yi weg. Das ist natürlich gut für mich. Jetzt kann ich den anderen wegbannen. Wo ist er? Hier. Ja, etwas hat sich geändert im Vergleich zu den letzten League-Videos. Und zwar habe ich jetzt so ein, ja, ein Professor, also so eine League-App so mäßig, die halt einige Aussagen an sich einfach machen kann, so über das eigene Team und ja. Wir sehen zum Beispiel, die Akali ist relativ gut und so Zeug. Und ja, ist an sich einfach so eine Bonus-App. Der Grund, warum ich die heruntergeladen habe, ist folgender. Und zwar zeigt sie an, wann die Camps und so wieder kommen, und das finde ich halt als Jungler mega praktisch, und das wird man dann vielleicht noch in-game sehen. Aber ja, wir sehen zum Beispiel auch eine Team-Comp-Analyse an sich so, so. Wir sehen, wir haben an sich relativ wenig Magic Damage, aber ja, weiß jetzt nicht, ob man das als wenig betiteln kann, aber ja. Ich werde trotzdem Kayn picken, weil ich ihn einfach immer pick und mit dem eigentlich recht gut climben kann. Ich habe auch Warwick irgendwie wieder für mich gefunden. Also ich finde Warwick irgendwie in Ranked mega OP. Also keine Ahnung, mit Warwick ist es halt einfach irgendwie so, dass man die ganze Zeit halt Blut riecht. Dann rennt man auf die Lane, beißt den zwei, dreimal und hat man einen Kill und man setzt den anderen Jungler so unter Druck. Das ist nicht mehr normal. Und ja, weil der letzte jetzt doch Ryze gepickt hat, haben wir an sich eigentlich ein sehr, sehr gutes Team, kann man fast schon sagen. Und ja, der hat sogar einen Vex gecounterpickt zur Halb. Und ja, also das Geile an der App ist meiner Meinung nach einfach das hier an sich so. Weil wir sehen halt die Analyse des gegnerischen Teams an sich so. So, ja. Schlechtes Wave Clear, geringes Peeling und so Zeug. Und man sieht halt auch so ein paar Infos über die Gegner. Zum Beispiel, dass der Main gebannt wurde. Und das ist eigentlich was relativ Schönes. Oder dass der Jungler halt Phil ist. Weil das heißt für mich mehr oder weniger, dass wenn ich gut starte, dass der nicht wirklich wiederfinden wird in das Game, weil der dann einfach mega nervös wird und sonst was. Also ist an sich halt einfach praktisch, um einigermaßen so abzuwiegen, ja, wie die Sachen so etwas sind. Also eben, dass ich jetzt zum Beispiel weiß, mein Midlaner, der können ein bisschen mehr Assistance brauchen als, keine Ahnung, die Botlane an sich so. Aber dass ich halt auch zum Beispiel weiß, okay, die sind jetzt zum Beispiel auch anfällig für Ganks und finde ich an sich einfach mega interessant an sich so, die Stats, und auch mega praktisch an sich so. Ja, ich glaube, das ist das erste Game jetzt Ich in kann auch Season ohne dich 12 über das auf dem Universum Kanal. herrschen. Warum Und hängst du ja. denn so an mir? Keine Ahnung, wollte ich einfach jetzt mal so erwähnt haben an sich so, weil, keine Ahnung, ich komme mit Season 12. Also, ich finde Season 12 irgendwie besser als 11, vom Eindruck her an sich so. Aber ich bin kein Fan von der neuen Rune, weil das irgendwie jeder auf jede Scheiße benutzt. Und ich finde die nicht so, so geil, also. Ich habe zum Beispiel Assassin Kayn auf die gespielt. Und ich weiß, ich komme auf den Spielstil nicht klar an sich so, weil da ist die Idee natürlich dahinter, dass man einfach Dieses alles direkt da ungeziefer reinballert. Wurstbecken. Und nicht, dass man irgendwie 10-mal in der Wand rumfliegen kann und irgendwie ein W reinknallen kann. Aber keine Ahnung. Ich finde das neue Kayn-Build nicht so angenehm. Also ich nutze immer noch das alte. Ich habe das von Rast einfach angepasst an sich so. Also ein bisschen mehr Cooldown Reduction, was ich an sich ganz geil finde. Aber sonst ist eigentlich immer noch alles beim Alten an sich so. Und ja, ich habe sogar actually ein Thema für dieses Video an sich so, was ich hoffentlich im Verlauf des Videos dann bisschen erläutern kann, beziehungsweise mit euch Du teilen kannst kann. nicht entkommen. Und ja. Und sind sogar vor der Krabbe fertig, Lassen wir nice. sie nicht die Ge ihre Schreie. Schaffen wir es noch rechtzeitig? Der Schnitt. Aatrox, der macht das gut, ja. Muss genäht werden. Na, ich wollte gerade noch in die Wand. Okay. Lief jetzt ein bisschen ungünstig. Ja, das Thema des Videos ist auf jeden Fall an sich eins, mit dem ich schon länger ein bisschen rumgespielt habe, sage ich jetzt mal. Also ich habe schon länger überlegt, das umzusetzen, aber weiß nicht.
Ich weiß jetzt auch immer noch nicht, ob ich das wirklich umsetzen kann. Auf jeden Fall wäre das Thema einfach Streaming und ja, das hätte dann auch eine Frage an euch so. Und zwar, welche Plattform ihr lieber habt zum Streams gucken. Also, es gibt ja Twitch und YouTube, kann man sich so sagen. Und ne, der Wort geht weg. Weglaufen? Da hast du dich geschnitten. Ja, es gibt ja Twitch und YouTube an sich so. Als, sag mal, relativ bekannte Streaming-Plattform an sich so. Und ich muss sagen, also ich bin an sich ein Fan von YouTube an sich so, weil, keine Ahnung. Ich persönlich nutze jetzt Twitch nicht wirklich an sich so. Also ich habe da einen Account an sich so, aber ich nutze es nicht wirklich. Und deswegen finde ich auch Streams auf YouTube an sich eigentlich viel angenehmer an sich so, weil ich die auf Twitch so eh nicht mitbekomme, so mäßig, oder? Und ich wollte an sich einfach euch jetzt fragen, so wo ihr eher Streams guckt. Also seid ihr eher die Leute, die einfach sagen, okay, Streaming ist Twitch oder dass man halt auch auf YouTube gucken kann und sich so. Weil das fände ich an sich noch wichtig, beziehungsweise, ja, fände ich für mich an sich noch wichtig, damit ich weiß, wo ich das machen könnte, halt, um auch möglichst viele von euch mit dem abholen zu können und sich so. Weil, ja, erklärt sich, glaube ich, von selbst. Der Amumu ist auch immer beim Artbox. Und nice. Und ja, das wäre es an sich so gewesen. Also ich werde wahrscheinlich auf Insta so eine Umfrage machen, wo ihr halt Streams lieber guckt und sich so. Und das wäre es an sich eigentlich mit dem Videothema an sich so gewesen. Also ich könnte sonst einfach noch meine Ziele labern für Season 2022 an sich so. Ich weiß, dass du Und die wären tief halt drin unter anderem Angst davor natürlich hast, dass ich Gold zu gewinnen erreichen. Ich darf. habe sie in der letzten Season fast Ich geschafft. bin immer in der Nähe. Beziehungsweise hat nicht viel gefehlt an sich so. Und ich hoffe natürlich, dass ich das in dieser Season jetzt erreichen kann. Weil vor allem halt das auch mit Silber und so, das ging jetzt relativ schnell. Ich weiß, es ist so wegen Die dem Ranking-System, aber Schwachstelle identifizieren und ausnutzen. ja. Und Ich ja, habe wegen der größere Videothematik, Pläne. wie gesagt, meine Schule hat irgendwie, keine Ahnung, hat sich irgendwie gedacht, sie hat mega Bock, so viele Die Tests zu machen Prüfung und ist das ist so. vorüber. Und ich muss Ich halt auch bin ehrlich sein an sich sieger. so. Also ich bin nicht Ich bin wirklich, der Bote der wirklich Zerstörung. Ich effizient, was das angeht. Also ich bin bin eher so der, der Meister. das alles auf den letzten Drücker macht. Und ja, das dachte ich mir. Auf jeden Fall, ja, meine Schule hat in letzter Zeit halt irgendwie gedacht, sie müssten mega viele Tests machen und so. Und ich bin halt aber nicht wirklich so der Effizienteste, was das angeht. Also, wie gesagt, ich bin dann halt eher der, der sich irgendwie vornimmt, ein paar Tage vorhin zu lernen, macht das dann doch nicht. Und dann ja. Deswegen kamen jetzt halt auch nicht wirklich so Videos an sich so, also auch nicht auf dem Zweitkanal. Und diese Woche sollte es ein bisschen chilliger sein an sich so. Also ich habe den Plan wieder nicht richtig im Blick. Und das sollte auch jetzt wieder mal was auf dem Zweitkanal kommen an sich so. Und ja. Vielleicht sogar halt auch ein Stream, aber da bin ich wirklich sicher. Weil da muss ich noch gucken, wie ich das umsetzen kann oder ob ich das überhaupt kann. Und ja. Oh, war das gut. Also das Lustige ist halt für die Gegner, die müssen Anti-Heal bauen, sonst haben sie eigentlich gefühlt verloren. Ja, keine Ahnung, ich habe das Gefühl einfach, dass in Season 12 irgendwie das mit dem Kopfgeld hier, also mit den Zielkopfgeldern, das habe ich das Gefühl, ist irgendwie besser geworden. Weil mittlerweile sehe ich das nicht wirklich jedes zweite Match an sich so, sondern ich sehe das so ab und zu und das ist dann ganz okay an sich so, weil die sind halt wirklich mies im Rückstand. Und ja, deswegen. Das war Selbstmord. Das war Selbstmord.
steht mir tatsächlich besser. Also, man merkt halt schon, dass es Bronze ist, oder? Also allein wie die Leute hier laufen, wenn sie sehen, dass die Leute von, keine Ahnung, oben kommen, schon lächerlich. Oh, war das gut gerade. Ja, das war so gut von mir. Aber etwas muss ich zu diesen 12 und 16 noch sagen. Also ich finde dieses Item hier mega lächerlich. Ich kann es ja mal kurz reinheben. 75% Schadensverringerung. Finde ich lächerlich, sorry. Also mittlerweile haben sich ja die Champion-Builds auch schon ein bisschen krass, sag ich mal, geändert. Also vor allem viel mit AP. Also viele Champions, die früher nicht so AP-lastig waren, sind jetzt ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal. Also zum Beispiel Kaiser. Ich glaube Twitch auch. Und Ezreal braucht das auch mittlerweile. Also, keine Ahnung. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ich finde das Item an sich mit dem Effekt, finde ich lächerlich. Also keine Ahnung, ich finde Season 12 im Allgemeinen irgendwie, kann sein, dass es komplett falsch ist, aber ich finde sie besser als die 11er, auch wenn ich sagen muss, dass es einige Änderungen hat, die ich nicht unbedingt brauche, wie eben diese eine Krone hier, die irgendwie jeden Champion auf einmal zum AP-Champion macht, aber ich kann damit leben an sich so. Und schön. Können wir finishen? Ich glaube schon, ja. Ja, wir finishen. Ja, das war jetzt diese eine gute Teamfight an sich. So einfach geht's. Aber soll mir recht sein. Ich meine, ich bin jetzt Silber, oder? Ja, eben Aufstieg zu Silber 4. Und ja, ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Falls euch daran gefällt, lasst gerne ein Abo da. Vergesst nicht, bei der Umfrage teilzunehmen. Ansonsten macht's gut. Bis dann. Ciao.